So ganz kurz, nachdem die große Veranstaltung im Gesellschaftshaus stattgefunden hat, sind wir eine der ersten Gruppen, die von Thomas Schwemmleiter zu etwas erfahren wird. Da bitte ich ihn um seine Äußerungen zu diesem Kurzsatz. Also, verehrte Damen und Herren, liebe Steinacher, es ist ja schon durch die Zeitung gegangen, der Landkreis feiert 150 Jahre. Es gibt eine Gedenkmünze oder eine Gedenkmedaille, die ist schon vor Jahresbeginn erschienen. Angeblich ist die Goldvariante sogar schon aus. Also nichts mehr mit Geldanlage. Die Frage, was steckt denn eigentlich hinter den 150 Jahren Landkreis? Sind es 150 Jahre einer Verwaltung oder sind es eben auch, weil wenn wir von Landkreis reden, reden wir ja auch über kommunale Selbstverwaltung, auch 150 Jahre kommunale Selbstverwaltung. Also es ist ein, denke ich, auch angesichts von diversen Reformbemühungen oder Reformdrohungen durchaus ein sehr zeitgemäßes Thema, was da am 15. April 1868 geschehen ist. In diesem Jahr erlässt nämlich Herzog Georg II. Von Sachsen-Meiningen eine Kreisordnung. Und zwar fasst er 8 damals bestehende Verwaltungsämter zu 4 Kreisen zusammen. Also Kreise, die damals gegründet wurden, hießen vom Westen nach Osten Meiningen, Hildburghausen, Sonneberg und Saalfeld. Saalfeld hat noch eine Besonderheit, dass es nämlich auch einen zugehörigen Verwaltungsbezirk der sogenannten Kreisabteilung Camburg hatte. Das war etwas weit nördlich von Jena gelegen, räumlich getrennt vom ganzen Herzogtum. Auch der Landkreis Sonneberg hat eine Besonderheit, er ist nämlich der einzige, der aus einem einzigen Verwaltungsamt hervorgegangen ist. Während die anderen Kreise mehr oder minder aus mehreren Verwaltungsämtern gebildet wurden. Wenn wir vom Begriff Kreis reden, so hat dies eine ältere Vorgeschichte. Kreis meinte immer etwas anderes, als die alten historischen Ämter, auf die nochmal einzugehen wäre. Der Kreis erscheint als Begrifflichkeit seit der frühen Neuzeit für relativ große Verwaltungsbezirke, Verwaltungsdistrikte unterschiedlicher Art. Das sehr populäre, also auch heute noch sehr, sehr oft zitierte Beispiel wären zum Beispiel die Reichskreise, die eher Verteidigungs- und Steuererhebungsdistrikte des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation waren. Oder auch zum Beispiel am Beginn der Neuzeit, kurz nach 1800, in Bayern gegründeten Kreise durch den Reformminister Maximilian Graf von Montchalin, nach französischem Vorbild. Dort meinte der Kreis eben nicht das, was wir heute als Landkreis verstehen, sondern das, was heute diese Kreise, die damals im Königreich Bayern gebildet wurden, das entspricht den heutigen Bezirken. Wie umgekehrt ein bayerisches Bezirksamt, das war, was heute im Landratsamt entsprach. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg hat man die zwei Begriffe getauscht. Also die Bayreuther Bezirksregierung, die hieß noch bis nach 1945 Kreisregierung. Also man kann natürlich sozusagen, also der Begriff Kreis meint doch etwas anders als die alte Struktur der unteren Verwaltungsdistrikte, der sogenannten Ämter. Diese haben ihren Ursprung in unserer Region, meistens in Anlehnung an ehemalige Burgen, und zwar für das heutige Gebiet des Landkreises Sonneberg. Relevant waren die Ämter Sonneberg, rechts unten eine Rekonstruktion
der ehemaligen Burg Sonneberg, Neuhaus, also Neuhaus-Schirchnitz gemeint, darüber auch eine Abbildung aus der Zeit vor dem Dreißigjährigen Krieg, oder Schaumberg, beziehungsweise später Scholkau. Also das sind sozusagen die drei wesentlichen Verwaltungseinheiten, die seit dem späten Mittelalter im Auftrag der Landesherrschaft Verwaltung zu organisieren haben. Das Amt selbst, ursprünglich gedacht als Verwaltungsdistrikt für die staatlichen oder die herrschaftlichen Grundbesitzungen, wurde vor allem dann im Übergang zur frühen Neuzeit zu einer Institution, die für alles zuständig war, von der Steuererhebung, von der Gerichtssprechung über die Verteidigung, die öffentliche Ordnung bis hin zur Mühlenschau. Also sozusagen das Amt als allzuständige untere Verwaltungsdistrikt. Dazu kommt, dass natürlich der Landkreis Sonneberg hier mal im Hintergrund eine Zeichnung, die heutige Fläche, und in unterschiedlichen Farben, wie sich das um 1680 mit dem Höhepunkt der territorialen Zersplitterung darstellte. Sonneberg, damals mit dem Amt Neustadt vereint, war der größte Bereich, gehörte damals zum Fürstentum Sachsen-Coburg, auch das Amt Neuhaus südlich von Sonneberg gehörte damals zu Sachsen-Coburg, während Scholkau damals zu Sachsen-Hildburghausen gehörte. Im Norden war im Nordosten dieser Bereich gehörte zu Sachsen-Saalfeld und zwischen Neuhaus und Remmweg im Goldisdal haben wir einen Bereich, der zu Schwarzburg-Rudolstadt gehörte, im Übrigen ja bis zum Ende der Monarchie. Also sehr zersplittert. 1690 stirbt Albrecht von Sachsen-Coburg. Es schließt sich dem ein riesiger Erbstreit mit seinen Vettern an. Das Fürstentum Sachsen-Coburg wird geteilt zwischen Sachsen-Hildburghausen, Sachsen-Saalfeld und Sachsen-Meiningen, in dessen Folge dann Coburg an Sachsen-Saalfeld kommt, mit ihnen auch vereinigt wird und das Amt Sonneberg bzw. das Amt Neustadt geteilt wird und der nördliche Teil, der Sonnenberger Teil an Sachsen-Meiningen, hier im Hintergrund Herzog Anton Ulrich von Sachsen-Meiningen, der überhaupt nicht, niemals, kaum in Meiningen residierte, sondern in nicht standesgemäßer wilder Ehe mit einer Schauspielerin in Frankfurt am Main lebte und erst in seinen letzten Jahren eine standesgemäße Frau, die ungefähr 30 Jahre jünger war, geehelicht hat. Also das ist sozusagen der Weg nach Sachsen-Meiningen für Sonneberg. Erst 1729-32 kommt das Amt Scholger und das Gericht Rauenstein in den Sonneberger Raum, das damals ursprünglich das Amt Scholger geteilt zwischen Hildburghausen und den Herren von Schaumberg und das Gericht Rauenstein rein im Besitz der Herren von Schaumberg gewesen ist. 1732 bedeutet aber noch lange nicht, dass die Meininger unumschränkt in Rauenstein herrschen konnten, denn die Streitigkeiten mit den Erben der Herren von Schaumberg zogen sich noch bis 1781 hin. Also wer frühneuzeitliche Territorialgeschichte macht, der muss sich auf komplizierte Verhältnisse einstellen. Wenn man so die Wurzeln, wann ist denn so ungefähr mit einem Gebilde, das später dem Landkreis Sonneberg entsprach, zu rechnen, da wäre die Jahreszahl 1771 zu nennen. In diesem Jahr wird nämlich ein Oberamtmann eingesetzt, der über den Amtleuten, die weiter natürlich in Funktion sind, in Sonneberg, Neuhaus, Scholgau und Rauenstein sitzt. Das ist der sogenannte
Oberamtsbezirk Sonneberg. Da dieser im Gegensatz zum Gebiet um die Residenzstadt Meiningen, das ja dazwischen lag ja auch noch ein Stück Sachsen-Hildburg-Heißen, räumlich getrennt war und etwas höher lag, bürgert sich seither der Begriff Meininger Oberland für dieses Gebiet ein. Also das, dieser Oberamtsbezirk umfasste auch so ungefähr das, was heute dem Landkreis Sonneberg entspricht. Der weitere Reformschritt dann war eine nochmalige Landesteilung innerhalb der, der Ernestiner, aus dem, die etwas mit dem Godorer Fürstentum zu tun hatte. In dessen Folge kommt es zu einem Ringtausch. Die Fürsten von Sachsen-Godor, die auch Fürsten von Altenburg waren, waren ausgestorben. Also musste zwischen den vielen erbereiberechtigten Vettern neu geteilt werden. Ist nicht ganz unkompliziert. Für Sonneberg relevant, das ehemalige Saalfelder Gebiet, das ja damals noch zu Coburg gehörte, kam zu Sachsen-Meiningen. Gleichzeitig verzichteten die Hildburghäuser auf ihr Hildburghäuser-Fürstentum und zogen um nach Altenburg. Also wurden aus Sachsen-Hildburghäuser Herzögen Sachsen-Altenburger Herzöge. Das Sonnefelder Gebiet, das auch zu Hildburghausen gehört, kam zu Coburg. Also ein Riesenringtausch. In der Folgezeit hat man natürlich festgestellt, man muss dieses neue Gebilde auch mal neu ordnen. Es werden die alten, kleineren Ämter, wie zum Beispiel Neuhaus und Schallgau, und auch schon das Gericht Rauenstein aufgelöst. Es wird ein Verwaltungsamt Sonneberg gebildet. Das sieht man hier blau. Das, was noch etwas das grüne Gebilde gehörte zum Fürstentum Saalfeld, ist aber jetzt natürlich sachsen-meiningisch gewesen, blieb aber dem Verwaltungsamt Saalfeld zugeordnet. Diese Gebiete, wie auch die ehemalig schwarzburg-oderstädtischen Gebiete, die hier rot dargestellt sind, kamen dann erst im 20. Jahrhundert schrittweise zum heutigen Kreis Sonneberg. Also zum Beispiel die Saalwälder Gebiete sind Spechtsbrunn, Hasental und Teile der Gemeinde Eschendorf. Oder das von Schwarzburg-Ruderstadt ist im Wesentlichen Neuhaus am Rennweg, Scheibe, Holzbach und Goldister. Also haben wir schon mal 1829 übrigens damals schon in der Begrifflichkeit Verwaltungsreform gehabt. Was ist nun 1868 passiert? Das Fürsten, also der Vorstand, also der Amtmann hieß damals schon Vorstand des Verwaltungsamtes, residierte auf dem linken Bild zu sehen im Oberamtshaus, im ehemaligen Oberamtsgebäude aus dem 18. Jahrhundert. Das stand zur Orientierung ursprünglich in der unteren Marktstraße in Sonneberg, war zuletzt genutzt als Verwaltungsgebäude des VEB Brauhaus Sonneberg und ist Anfang der 90er Jahre abgebrochen worden. Das ist das linke Bild. Dort saß der Vorstand des Verwaltungsamtes, der dann auch Vorstand des Kreises war. Erst ab 1872 hieß der Vorstand herzoglicher Landrat. Herzoglicher Landrat meinte aber nicht nur die Person, sondern das ist die Behörde. Das ist die staatliche Unterbehörde, die für die Verwaltung zuständig ist. Seit 1829 nicht mehr für die Justiz, weil man hat damals schon Verwaltung und Justiz getrennt. Wenige Jahre nach Kreisgründung, also bis 1870, wird das neue Landratsamt am Marktplatz in Sonneberg errichtet. Nach 1945 vor allem als Feierabendheim genutzt, hier im Bild zu sehen. Das ist also der Sitz des Landrates, der gleichzeitig für die Verwaltung zuständig war, der aber auch zum Beispiel
ihnen unterstand auch die Landespolizei. Die hatte nämlich im Untergeschoss bzw. im Kellergeschoss ihre Diensträume, die damals Feldjäger genannt wurden. Also das ist sozusagen die Aufgabe, die staatliche Aufgabe des Kreises. Nun könnte man sagen, die Begrifflichkeit der Amtsbezeichnung hat sich groß geändert. Sie sind also auch die ersten Jahre des Kreises, spielen sich auch noch in dem Oberamtsgebäude, in dem alten ab. Was ist denn so überhaupt das Neue, außer dass er vielleicht andernorts größer geworden sind, die Verwaltungsdistrikte? Etwas Neues ist nämlich, was dazu kommt, weil wir nämlich nicht einfach damals Verwaltung neu strukturiert hat, neben dem natürlich auch noch die Justiz eine Rolle spielt, deren Sprengel der Amtsgerichte kleiner waren. Insofern gab es bis in die 50er Jahre auch Amtsgerichte in Steinach und Amtsgerichte in Schalgau. Das Steinacher war im Schloss und das Schalgauer, das heute das Heimatmuseum untergebracht ist. Also das gab es also sozusagen als zweite Säule der staatlichen Infrastruktur hier in der Region. Völlig unabhängig vom herzoglichen Landrat. Ebenfalls unabhängig vom herzoglichen Landrat, aber wiederum Teil des Kreises ist der Kommunalverband. Weil nämlich die Kreise in Sachsen-Meiningen sind nach dem Vorbild der Landkreise in Preußen, also im Königreich Preußen und im Großherzogtum Baden gebildet worden. Und was ist jetzt der Unterschied? Der Unterschied ist, und das macht also tatsächlich diesen 150-Jahres-Schnitt so bedeutsam, sie sind auch kommunale Selbstverwaltung auf Kreisebene. Das ist das Neue, was 1868 kam. Die frühesten Institutionen, die im eigenen Wirkungskreis, wie man das heute so schön sagt, des Kreises lagen, waren das Krankenhaus, damals noch in Bettelheim, nicht hier wie hier links zu sehen, der Neubau kurz vor 1900 in Sonnenberg, und das Kreisarmenhaus in Muberg. Das sind die zwei ältesten Kreiseinrichtungen gewesen. Und diese machen aber auch deutlich, wenigstens beim Krankenhaus, dass diese Art kommunale Selbstverwaltung über kommunale Grenzen hinaus, also über die Grenzen von Städten und Gemeinden hinaus, älter ist. Denn auch das Krankenhaus hatte ja einen Vorläufer, das sogenannte Siegenhaus zwischen Hüttensteinach und Judenbach, war eine Einrichtung, die kooperativ von der Stadt Sonneberg mit den umliegenden Gemeinden des Amtes Sonneberg verwaltet wurde. Das heißt also, diese Eigenständigkeit, dieser eigene Wirkungskreis, diese kommunale Selbstverwaltung hat natürlich ältere Tradition und erfährt 1868 eine, sagen wir mal, Institutionalisierung. Wie hat das damals funktioniert? Ganz einfach, es gab ein Gremium, das noch in Abstand von mehreren Jahren, dessen Vertreter gewählt wurden, nannte sich Kreisausschuss. Das hat über die Belange des Kreises, zudem auch zusätzlich noch die Fragen der Einquartierung vom Militär kam, Ende des 19. Jahrhunderts auch Bau und Unterhalt von Straßen, also auch der Landesstraßen übrigens damals, das hatte darüber demokratisch zu entscheiden. Als gewähltes, als nicht zu wählendes Mitglied war der Vorstand des Kreisausschusses automatisch der herzogliche Landrat, der aber dem Kreisausschuss nicht angehörte. Zur Finanzierung der Kreisaufgaben, also zum Beispiel des Krankenhauses und ähnlicher, gab es eine Umlage.
Die hieß damals schon Kreisumlauf. In Judenbach habe ich etwas hier verschmunzeln gesorgt, weil der Judenbacher Bürgermeister über 19% Kreisumlaufer geschmunzelt hat. Das hängt ganz einfach damit zusammen, die Kreisumlagen sind in der Regel in dieser frühen Geschichte des Kreises relativ niedrig gewesen, weil man ja die ganze Verwaltung nicht hatte. Man hat ja wirklich nur finanziert, beispielsweise Krankenhäuser und so weiter. Es änderte sich etwa, als auch die Frage des Straßenbaus dazu kam. Also auch manches ist nicht eine neue Erfindung, sondern es hat es schon immer gegeben. Wir haben dann einen zweiten Schnitt, und zwar interessanterweise auch heute zu gedenken, nämlich vor 100 Jahren, 1918, wird auch Bernhard III. Von Sachsen-Meiningen zum Rücktritt gezwungen. Übrigens auch sehr, sehr motiviert auch im Kreis Sonneberg. Die Einwohner des Kreises Sonneberg waren durchaus damals ziemlich antimonarchistisch und republikanisch gesinnt. Man hat sozusagen seine Landesfürsten schon, ich will nicht sagen davon gejagt, aber man war auch nicht traurig, dass er weg war. Interessanterweise, was heute weniger Leute wahrhaben wollen, auch der hochgeehrte Adelsherzog Georg II. Wurde in Folge der Novemberrevolution als Namenspatron von Schulen und Straßen entthront. Also auch doch, hier sollte man beachten. Das ist jetzt der letzte Meininger Landtag. Zu diesem Präsidenten, dessen Präsident der Sozialdemokrat Peter Eduard Weder war und aus Sonneberg nicht nur bei der Sozialdemokratie, wie den Landtagsmitgliedern Knauer und Weder, sondern auch der Nationalliberale Theodor Enders gehörten zu den Protagonisten eines Anschlusses des nunmehrigen Freistaates Sachsen-Meiningen an das noch zu gründende Land Thüringen. Ganz anders als in Coburg. In Coburg entschied man sich nach einer Volksabstimmung im Jahr 1990 gegen einen Anschluss an Thüringen, was praktisch bedeutete, dass man mit Bayern, dass man nach Bayern ging. Die Gründe für den Wechsel nach Bayern haben einerseits etwas mit Leuten zu tun, sowohl der Nationalliberale Max Oskar Arnold als Landtagspräsident, als auch viele Sozialdemokraten liebäugelten mit Bayern aus einem wesentlichen, sehr pragmatischen Grund. Das Land Bayern konnte mit dem Freistaat Sachsen-Coburg einen belastbaren, definitiven Staatsvertrag schließen, konnte also auch Zusagen machen, während in Thüringen alles vorbehaltlich der Entscheidungen der noch zu gründen, zusammenzutretenden Landesversammlung war. Das heißt also, mit Bayern konnte man einen Vertrag schließen. Dazu kam, dass man etwas geschockt war im anderen Landesteil Sachsen-Gotha. Dort ist nämlich die Revolution sehr radikal verlaufen. Dort hat man zum Beispiel auch schon 1918 den letzten Herzog Karl Eduard von Sachsen-Coburg und Gotha im Landesteil Gotha entschädigungslos enteignet. Was natürlich von späteren Gerichtsentscheidungen wieder kassiert worden ist. Da waren die Coburger schon sehr geschockt. Also Coburg, der Coburger Gebietsteil, der im Wesentlichen der Kreis Coburg, war sehr dominiert durch die Landwirtschaft.
war dominiert durch eine vor allem von Beamten dominierte Stadt Coburg und hatte nur wenig Industrie, also wenig Arbeiterschaft. Also eine völlig andere soziale Struktur als in Sonnenberg. In Sonnenberg hatte man für die Entscheidung der Coburger wenig Verständnis übrig. Dort sind also eher solche Flugzettel verteilt worden. In der Sonnenberger Zeitung schütterte man über Coburg nur Häme und Spott aus. Was wollen die da in Bayern? Aus Sicht jetzt, sagen wir mal, von vielen tonangebenden Leuten auch des bürgerlichen Spektrums in Sonnenberg, war Bayern ja ein Agrarland. Also auch die Sonnenberger Kaufleute, die tonangebenden Leute in der Handels- und Gewerbekammer, sahen Bayern eher als rückständiges Agrarland und schauen eher in den mitteldeutschen Industriedistrikt, also die Lieblingsvorstellung der Sonnenberger Industriellen wäre ein Großthüringen gewesen unter Einschluss der preußischen Provinz Sachsen. Also man wollte also auch diesen, das Hallenser Industriegebiet, das damals ja auch der Inbegriff eines der modernsten Industriegebiete des Deutschen Reiches war, haben. Insofern hatte man dafür nur Spott und Häme übrig. Man hat natürlich nicht die spätere Geschichte vorhersehen können. Es sei aber hier auch mal allen Legenden ein Riegel vorgeschoben. Wer meint halt, die Entscheidung in Sonnenberg würde, also und bei dieser Stimmungslage möglicherweise bei einer Volksabstimmung völlig anders ausgefallen sein. Weil die Sonnenberger sehr pro-thüringisch motiviert waren. Also auch zum Beispiel es erscheinen jetzt auch sehr penetrant die Ansichtskarten mit Sonnenberg in Thüringen, Steinach in Thüringen. Ist auch die heimatkundliche monatliche Beilage der Sonnenberger Zeitung heißt Südthüringer Heimatblätter. Also man hat auch als 1923 eine Weg von Thüringen Bewegung aufgemacht, hat man im Kreis Sonnenberg dafür wenig Verständnis. Also das ist sozusagen nochmal das Stimmungsbild. Aber was ist jetzt mit dem Landkreis? Der eigene Wirkungskreis wird während der Weimarer Republik ausgeweitet. Es kommen neue Funktionen dazu. Dazu gehört die Infrastruktur, die Wirtschaftsförderung, aber eben auch solche Bereiche wie Sport und Tourismus, also Dinge eher, die man heute im freiwilligen Bereich vermutet. Der Kreis selber wird auch größer durch den Zusammenschluss von Haselbach, Kreis Sonnenberg mit Hohenofen, damals Kreis Saalfeld, kommt dieses Hohenofen nach Sonnenberg, von Saalfeld nach Sonnenberg, auch durch die Vereinigung von Igelsieb, ursprünglich Sachsen-Meiningischer Kreis Sonnenberg, mit dem ursprünglich zum Kreis, zum Rudolstädter Distrikt gehörenden Neuhaus und Schmalenbuche, kommt die neue Gemeinde Neuhaus-Igelsieb auch zum Kreis Sonnenberg. Also auch der Kreis selbst wird größer. Dieser eigene Wirkungskreis erfährt auch eine Aufwertung dadurch, dass man sozusagen auch eigenständiger agieren kann. Der Landrat selbst wird, die sei also gemerkt, es ändert sich gegenüber dem Obrigkeitsstaat im Kaiserreich wenig oder gar nichts. Die Landräte werden beide natürlich, wie vorher durch den Herzog, werden sie jetzt durch das Innenministerium des Landes Thüringen eingesetzt. Das bleibt bis unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg so. Die Landräte sind immer Oberhaupt einer staatlichen unteren Verwaltung. Mit dem eigenen Wirkungskreis haben sie nur insofern etwas zu tun, als sie eine Art Rechtsaufsicht sind.
Also Sie müssen prüfen, dass, dass dieser Kreisausschuss, der nach wie vor Kreisausschuss heißt, nicht allzu viel Unfug macht. Also das ist die einzige Funktion. Deswegen trennt man auch sehr säuberlich zwischen dem Kreis oder dem Landkreis und dem Thüringer Kreisamt. Das Thüringer Kreisamt ist quasi die staatliche Unterbehörde. Der eigene Wirkungskreis wird dann zunehmend ab den späten 20er Jahren eingeschränkt. Ab 1933 bzw. den neuen Gesetzmäßigkeiten ab 1935 wird diese kommunale Selbstverwaltung faktisch limitiert. Wer jetzt glaubt, dass hier neutrale preußisch-deutsche Verwaltungsbeamte eher versucht haben, nach wie vor die Rechtsstaatlichkeit zu wahren, da sollte sich also, denke ich, vorsichtig bewegen, und hier denke ich, ist schon der Blick in die Akten geraten. Kaum einer der Thüringer Landräte hat nach 1933 seinen Stuhl räumen müssen. Auch der Sonnenberger, Dr. Ronno, blieb bis 1945 im Amt und wurde erst von den amerikanischen GIs dort abgesetzt. Also auch das ist nicht unbedingt ein Ruhmesblatt für diesen Personenkreis. Bezeichnet auch, das wissen wir aus Zeitzeugenberichten, die der vor einigen Jahren verstorbene Altbürgermeister Gerhard Stier gesammelt hat, bevor die Amerikaner einmarschiert sind, hat die Landkreisverwaltung, also die Bediensteten der Landkreisverwaltung, größere Menge Akten im Schlachthof in Sonneberg verbrannt. Der jetzige Bestand Thüringer Kreisamt Sonneberg, der im Staatsarchiv Meiningen verwahrt wird, besteht faktisch nur aus Bauern. Hilft aber nichts, die Spuren zu verwischen, weil man logischerweise natürlich den Schriftwechsel der Kreisbehörde in Sonneberg mit den Übergeordneten mit der Landesverwaltung sehr wohl hat. Also wie gesagt, die Stunde 0 1945 bedeutet teilweise Zerstörungen in der Sonnenberger Innenstadt, vor allem ab Juli 1945 ein Wechsel in der Besatzungsmacht. Anstelle der Amerikaner treten die sowjetischen Truppen, die auch einen ganzen Distrikt besetzen, die auch das Landratsamt beschlagnahmen am Markt. Ins Landratsamt am Marktplatz rücken ein die sowjetische Geheimpolizei NKVD. Für viele junge Sonneberger, die unter dem vorgeschobenen Verdacht Mitglied der NS-paramilitärischen Organisation des ehemaligen Landratsamtes, der erste Weg eines langen Leidensweges. Die Verwaltung selbst zieht kurzzeitig in das Lyzeum um, in die Lutherstraße, das ist die jetzige Geschwister-Scholl-Schule, und wenig später in das leerstehende Luftwaffenbekleidungsamt, die spätere PIGO. Deswegen auch ältere Sonderberger, die zur PIGO noch Behördenhaus haben. Also da war dann die Verwaltung. Die Verwaltung selbst ändert sich insofern, alldieweil anstelle des Kreisausschusses ein Kreistag wird. Dieser Kreistag wählt ab den späten 40er Jahren auch den Landrat. Ab bis zu diesem Zeitpunkt sind die Landräte immer eingesetzt. Nun muss man sich nicht sagen, dass als demokratische Errungenschaft bezeichnet, das wäre damaliger Landrat, also der Nachfolger des von den Amerikanern eingesetzten Landrats Dr. Weinland besonders demokratisch legitimiert wäre. Das war ein Kreistag, der natürlich von der SED dominiert war. Also 1958 gewählt wurde. Aber das ist der erste gewählte Landrat. Entscheidend für die Geschichte
der kommunalen Selbstverwaltung, aber auch für die Struktur Landkreis, aber auch die Struktur der Städte und Gemeinden, ist ein Gesetz aus dem Jahre 1952. Und zwar dieses trägt aus heutiger Sicht, würde man sagen, euphemistischen Titel Gesetz über die weiteren, die weitere Demokratisierung des Aufbaus und die Arbeitsweise der staatlichen Organe in den Ländern der Deutschen Demokratischen Republik. Was hier unter weiterer Demokratisierung zu verstanden war, war eher eine Zentralisierung. Die Länder wurden aufgelöst, an deren Stelle traten Bezirke, deren, die natürlich in ihrer eigenständigen Handlungsfunktion nicht mit den früheren Ländern vergleichbar waren. Sie sind alles bis runter in Stadt und Gemeinde wurden zu staatlichen Organen. Das heißt also, die kommunale Selbstverwaltung wurde weggewischt. Ein Rat des Kreises oder ein Rat der Gemeinde oder ein Rat der Stadt, aber auch ein Rat des Bezirkes, war nur staatliche Exekutive. Auch wenn es die entsprechenden Kreisvertretungen und Stadt- und Gemeindevertretungen und Bezirksvertretungen gegeben hat. Eine unmittelbare Wirkung, physisch greifbar war, und wichtig für den Landkreis Sonnenberg, die Bildung des Kreises Neuhaus am Rennweg. Weil ursprünglich war diese Gebietsstruktur, die am grünen Tisch in Berlin funktionierte, war man nach seinen eigenen Kriterien folgend, hätte es keinen Bezirk zugegeben, weil doch viel zu wenig Kreise im Gespräch waren. Also ein neuer Kreis musste auf jeden Fall gebildet werden. In Überlegung war ein Kreis Kolben-Lottheim, in Überlegung war ein Kreis Römhild, wenigstens mal Sitz eines Amtsgerichtes gewesen. Schließlich entschloss man sich, einen Kreis Neuhaus zu bilden. Aus Teilen der bestehenden Kreise Sonnenberg, Saalfeld und Rudolstadt. Die Verantwortlichen, sowohl auf der noch existierenden Landesebene, wie auch selbst in den SED-Kreisleitungen, waren baff überrascht über diese Idee. Denn in Neuhaus am Rennweg, den Sitz, gab es überhaupt keine Verwaltungstradition. Die alten Verwaltungssitze des späteren Kreises Neuhaus waren Oberweißbach für Schwarzburg-Rudolstadt oder Gräfendorf für das ehemalige Sachsen-Meiningen. Bis in die 80er Jahre lag noch das Kreiskrankenhaus des Kreises Neuhaus am Rennweg in Gräfendorf. Also es war keine Info, es war ein relativ, muss man heute sagen, künstliches Gebilde, was vor allem einen Bevölkerungszuwachs erlebt hat, weil es hier einen großen Betrieb gab, der in den 30er Jahren eingerichtete Telefunkenbetrieb wurde, wie viele zumindest der Älteren wissen, später zum Kombinat Mikroelektronik und hat zumindest dem Standort Neuhaus am Rennweg einen gewissen wirtschaftlichen Aufschwung beschert. Man hat dann erstmal Ende der 50er Jahre begonnen, auch für die neue Kreisverwaltung entsprechende Räumlichkeiten zu schaffen, indem man ein neues Kreisratsgebäude errichtet hat, links zu sehen. Also auch Kunstgebilde, territoriale Kunstgebilde. Wie muss man sich jetzt die Idee, die hinter diesem Rat des Bezirkes, Räder der Kreise
Räte der Städte und Gemeinden steht. Also man hat diese drei, diese eigentlich vier Strukturen, die Zentrale in Berlin. Die grundsätzliche Idee, die dahinter stand, war, man wollte die territorialen Ressourcen möglichst effektiv einsetzen. So die offizielle Verlautbarung. Das ist also immer der Staatsaufbau, wie man sich das vorzustellen hat. Eigentlich eine Zentralisierung. Allerdings führte das dazu, da man grundsätzlich gesagt hat, jeder Kreis oder jede Struktur muss mit seinen eigenen Ressourcen auskommen, war die vielen noch bekannte Mangelwirtschaft vorprogrammiert. Weil nämlich die jeweils übergeordnete Struktur sich an den untergeordneten Strukturen bediente. Faktisch kannibalisierte die Zentrale in Berlin die Bezirke. Die Bezirke kannibalisierten die Räte der Kreise. Die Räte der Kreise wiederum die Räte der Städte und Gemeinden. Es war faktisch waren Neuinvestitionen bestenfalls möglich, indem man also sozusagen sich nicht an die Regeln der Planwirtschaft hielt und versuchte, bestimmte Ressourcen nicht zu melden oder nicht zurückzuhalten, um bauen zu können in den unteren Ebenen, oder man nutzte eben solche propagandistische Ereignisse wie im Bezirk Suhl 1978 die Arbeiterfestspiele, um Mittel auch von der Zentrale zu erhalten, um wichtige Investitionen durchzuführen. Ein Effekt auf der Zentralisierung war, dass man natürlich diese Räder, an deren Spitze natürlich auch kein Landrat mehr stand, sondern ein Vorsitzender, auch einsetzbar war als Repressionsinstrument, die also durchaus eben auch gerade im den späteren Grenzkreis ihre Funktion hatte. Das Landratsamt ursprünglich, das ist allerdings eine Aufnahme aus den 30er Jahren, im ehemaligen Reichsluftwaffenbekleidungsamt untergebracht, daher Behördenhaus, und ab Mitte der 60er Jahre im neuen Gebäude, Rat des Kreises, hatte also sozusagen die Allzuständigkeit auf dem Gebiet, was wir heute Landkreis Sonneberg nennen. Wesentlich für die Geschichte auch der Landkreisverwaltung ist die Landkreisverwaltung in einem Grenzkreis wesentlich beteiligt, nicht wesentlich beteiligt, aber zumindest beteiligt waren die Verwaltungen des noch 1952 jungen Rateskreises und 1961 schon durchaus eingelaufenen Rat des Kreises an den Zwangsaussiedlungsmaßnahmen an der innerdeutschen Grenze. Wesentlich zu beachten auch, dass zumindest bis an, seit in den letzten 10 Jahren der DDR immer noch ein großer Teil des Landkreises Sperrgebiet war. Das ist mal so ein Versuch, das mal zu skizzieren, wie welchen Umfang das hatte. Mit der Folge, dass natürlich auch vor allem im Sperrgebiet wichtige Investitionen noch weniger umgesetzt werden konnten als, als sonst im Nicht-Sperrgebiet. Faktisch auch zu berücksichtigen wäre, dass natürlich durch die Versorgungsmisere, die also sozusagen ein wesentliches Element der gesamten Geschichte der DDR war, dass man natürlich wahrgenommen hat, dass die Ressourcenverteilung sehr ungerecht war. Also man hat natürlich in Sonneberg sehr argwöhnisch auf den Aufschwung und den Aufstieg der Bezirkshauptstadt Suhl gesehen. Und hat gemerkt, dass natürlich in den eigenen Sprengen kaum mehr die Straßen gebaut wurden, die Schlaglöcher größer wurden, die Infrastruktur
einfach verfiel. Es ist kein Wunder, dass man natürlich den Rat des Kreises nicht nur mit Repression und Bevormundung, mit Gängelung in Verbindung gebracht hat, zumal ja auch im Rat des Kreises seit Gründung oder so, seit den 50er Jahren konzentriert war, die Volksbildung auch ein wichtiger Bereich, der stark in der friedlichen Revolution kritisiert worden ist, dass natürlich auch der Rat des Kreises im Fokus der Proteste stand. Man hat damals auch vor dem Rat des Kreises Kerzen aufgestellt und Ende 1989 trat also der letzte vorletzte Ratsvorsitzende mit SED-Parteibuch, Gerhard Stier, zurück. An seine Stelle trat der Herr Schuster, neu gewählt durch die Kreisvertretung, und ein runder Tisch, hier auf dem rechten Bild zu sehen, versuchte Verwaltung neu zu organisieren. Es sind also ein Großteil der Ratsmitglieder, also die Stellvertreter des Ratsvorsitzenden, waren also diese Ratsmitglieder neu besetzt worden. Man hat auch jetzt völlig neue Verwaltungsaufgaben. Wohlgemerkt schon noch weit vor der ersten Kommunalwahl 1990 gehabt, wie zum Beispiel das Gewerbeamt. Es ist ja dann ein Boom entstanden, die Leute wollten auch mal versuchen, in die Selbstständigkeit zu gehen. Umgekehrt musste man die Arbeitsverwaltung überhaupt erst aufbauen, die ursprünglich auch dem noch bestehenden Rat des Kreises einverleiht war. Also das ist sozusagen heute schon Zeitgeschichte, was wir alle mehr oder minder auch noch in Erinnerung haben, aber auch schon Geschichte. Aus dem Rat des Kreises wird nun wieder ein Landratsamt. Neuer Selbstbewusstsein schlägt sich auch in dem noch 1990 von Wolfgang Wiegand kreierten Landkreiswappen nieder. Das Gebäude ist noch dasselbe. Bemerkenswert ist, auch wenn man heute öfters mal darüber schmunzelt, brauchten überhaupt Landkreise und so weiter, muss man natürlich auf die entsprechenden Gesetzlichkeiten des Grundgesetzes und auch des Landes Thüringen hinweisen, die natürlich Landkreise vorsehen. Der Landkreis in seiner Doppelfunktion, wie er schon 1868 da war, nämlich als untere staatliche Verwaltung und gleichzeitig Gebietskörperschaft mit eigenem Wirkungskreis, ist wenig ersetzbar. Und gerade die Zeit unmittelbar nach 1945 und nach 1900 und Anfang 1990 bis zur Wiedergründung, wieder in Krafttreten des Landes Thüringen im Oktober 1990, hat gezeigt, dass es vor allem die Landkreise waren, die eine sozusagen faktisch nicht existierende staatliche Struktur ersetzten. Hier Neuzeithistoriker sprechen also davon, dass in diesen Phasen wir nicht die Länder haben, die noch nicht mehr existieren, sondern das waren Landräterepubliken. Also viele Funktionen des Landes wurden in dieser Übergangsphase auch nach 1945 durch die Landkreise und die Landräte wahrgenommen. Also man hat hier durchaus gesehen, dass es hier diese untere staatliche Verwaltung immer funktionabel war. Sie hat auch dann funktioniert, wenn es keine Landesebene gab. Insofern ist halt sozusagen diese unmittelbare Verwaltung vor Ort durchaus sehr sinnhaft. Neu natürlich zu begreifen, dass es einen Unterschied gibt zwischen den Landkreisen und der Gebietskörperschaft, die ihre Belange, ihre Bedürfnisse, ihre Dinge auch in eigener
Regieregeln, dazu ist der Kreistag da, zu der eine der wichtigsten Aufgaben ist die Schulverwaltung, also die physische Schulverwaltung, aber auch freiwillige Aufgaben im Bereich der Kultur, der wiederum der Landrat und die Landrätin als reine staatliche Exekutive, als reine staatliche Unterbehörde, wie zum Beispiel untere Baubehörde, untere Umweltbehörde gegenüberstehen. Also diese Doppelfunktion gibt es tatsächlich hier im Sonnenberger Land seit 150 Jahren. Natürlich mit sehr vielen Wandlungen. Interessant auch, dass dieses Selbstverständnis des Landkreises Sonnenberg durchaus dann, wenn es der weitere Bestand des Kreises auch nach 1990 mal in Frage gestellt wird durch Verwaltungsreform, stets zu heftigen Demonstrationen in der Bevölkerung geführt hat. Sei es 1993, als die schwarz-gelbe Landesregierung einen Kreis Sonnenberg hier in Burghausen gründen wollte, oder 2017 die aktuelle Landesregierung mit ihren Großkreisplänen. Das zeigt also, dass es durchaus eben nicht so ist, dass Kreise reine Verwaltung sind, sondern es auch sozusagen Elemente regionale Identifikation sind, aber eben auch natürlich die Verwaltung benötigt wird für die Bedürfnisse des größten Teils der Bevölkerung, die natürlich eine Verwaltung vor Ort stets vorziehen werden. Interessant auch, und möglicherweise ein Treppenwitz der Geschichte, dass ausgerechnet unser Landkreisjubiläum, das 125-jährige 1993 und das 150-jährige im Vorfeld in diesem Jahr überschattet sind von Bestrebungen, den Landkreis irgendwo aufzulösen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Nur noch der Hinweis: Es gibt hier die aktuelle Wanderausstellung zurzeit im Landratsamt zu sehen. Kommt auch nach Steinach und Volk gehört.